Němce byli na území České republiky, nebo německé neonacisty byly na území České republiky zajímavé především. Wenn ich jetzt für uns spreche, spreche ich eben nicht von Anti-Rechtsarbeit, sondern für Arbeit für demokratische Kultur. Wir sind ein Strukturprojekt, was mit Civitas angetreten ist, eben das im Land zu ändern. Was wir im Besonderen zu leisten imstande sind, ist es, hinter die Fassade des bürgerlichen Antlitzes oder des modernisierten Antlitzes von Rassismus, völkischem Nationalismus, Rassenhass zu gucken. Und das können wir, weil wir eben auch ein Monitoring betreiben dieser Szenen, dieser Strukturen, die ja in besonderem Maße eben demokratische Kultur gefährden. Die Methode, die wir am meisten erprobt haben, ist die soziokulturelle Animation. Das heißt, dass wir also versuchen, in dem Gemeinwesen, dem jeweiligen, das uns also als Berater engagiert oder beauftragt, Dinge wie eine Gemeinwesenkommunikation wieder in Gang zu bringen, sich zu verständigen, was ist eigentlich das Problem und das dann diese Prozesse zu moderieren. Das ist eigentlich im Groben und Ganzen unsere Arbeit. Man könnte auch sagen, wir stiften Kommunikation oder das ist das Produkt unserer Arbeit, die Kommunikation. Nicht erst seit den Studien, die in vielerlei Formen publiziert worden sind zu Einstellungen in der Bevölkerung, der Mehrheitsbevölkerung in Deutschland, ist bekannt, dass es eben Zustimmungswerte dort gibt, die inhuman sind. Man kann die verschiedentlich bezeichnen als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten oder als Desintegrationsideen. Wir müssen einschätzen, dass es in Sachsen verschiedenen Strukturen gelungen ist, eine große, attraktive Organisation zu etablieren, die tatsächlich Zulauf bekommt. Für die meisten ist es sichtbar, dass es in der Jugendkultur einen Mainstream gibt, der sehr martialisch daherkommt, der militant sich äußert, der auch sehr maskulin ist. Das spielt natürlich Leuten in die Hände, die dort mit einer rechten Bewegungsidee spielen und das also auch für ihren Bewegungsgedanken mitverkaufen. Wir haben tatsächlich eine hohe Anzahl junger Männer und Frauen, die dieser Bewegung zuschreiben. Es ist gelungen, in Nordsachsen vor allen Dingen und in Mittelsachsen eine Organisationsstruktur für diese anzubieten, die sie auch nutzen können und die sie nutzen wollen. Der Zulauf ist aber nicht beständig. Also es gibt Leute, die wandern, die sind da mal dabei, dann sind sie wieder nicht dabei. Das hängt jeweils von ihren Lebensumständen ab oder von ihren Einsichten. Wenn Leute sich aus dieser Szene entfernen wollen, müssen sie diesen ersten Schritt gehen, tatsächlich sich selbst in Zweifel zu ziehen, ob das die richtige Entscheidung war in ihrer Biografie. Und genau für diese Menschen haben wir da noch Angebote mitentwickeln können im Sächsischen Aussteigerprogramm, das dann möglicherweise gelingenderweise einen Ausstieg mit begleitet. Wir glauben, dass wir mit unserer Arbeit tatsächlich in der Lage sind, solche Zustimmungswerte in der Bevölkerung zu ändern, also ein gesellschaftspolitisches Klima herzustellen, was geeignet ist, auch noch die alternativste Idee lebbar und attraktiv zu machen und das vor allen Dingen im öffentlichen Raum. Diejenigen, die dort Sozialarbeit leisten wollen oder diejenigen, die dort Gemeinwesenarbeit leisten wollen, die zu coachen, die zu schulen, die zu beraten. Also es geht da eher um eine Multiplikatorenleistung, also zu sagen, worum geht es denn da eigentlich in dem größeren Zusammenhang? Wie kann ich das wieder runterbrechen und welche Dinge sind denn notwendig zu tun? Und dass die sich da die Beratung und Reflexion abholen können. Das ist unser eigentlicher Auftrag dort. Die Qualitätssicherung unserer Arbeit erfolgt ja vor allen Dingen im Festlegen oder im ständigen Überprüfen von Fachstandards. Und diese Fachstandards zu halten, ist an Ressourcen gebunden. Und diese Ressourcen sind eben auch monetär wertvoll. Und diese monetären Gegenwerte stabil gefördert zu bekommen, das wäre tatsächlich eine qualitativ enorme Verbesserung für unsere Arbeit. Das heißt also, ein Haushaltstitel zum Beispiel für die Entwicklung demokratischer Kultur. Weiterer qualitativer Aufwertung würde unsere Arbeit erfahren, wenn sie eine Anerkennungskultur hätte, also wenn man nicht nur bei Sonntagsreden auf unsere Arbeit aufmerksam wird, sondern tatsächlich auch im Alltag dann das im politischen Geschäft immer wieder wertschätzt und sagt, also wir brauchen genau diese Arbeit der Strukturprojekte in Sachsen. Aufgrund von äußeren Zuschreibungen der Menschen.